Diesmal soll man aber eine Luft-Boden-Rakete benutzt haben vom Typ Kinschal. 4000 Kilogramm schwer, Gefechtskopf 500 Kilo, entwickelt eine Geschwindigkeit von mehr als 12.000 Stundenkilometern, mehr als zehnfache Schallgeschwindigkeit und hat eine Reichweite so zwischen 500 und 2000. Allzu viel weiß man eigentlich im Westen noch nicht über diese Raketensysteme. Für mich ist das ein bisschen Propagandakuh, weil so ein Waffenlager hätte man eigentlich auch mit einem Marschflugkörper angreifen können, der einen speziellen betonbrechenden Sprengkopf nutzt. Und ich weiß ehrlich nicht, warum man da dann so eine wirklich Hochwertwaffe einsetzt, wenn das nicht den Grund hat, dass man da zeigen möchte, wir verfügen über solche modernen Systeme. Über den Abschuss dieser Rakete hat die ganze Welt geredet. Die russische Hyperschallrakete Kinschal. Bild hat Teile der 8 Millionen Dollar Rakete gefunden, die vom Patriot Abwehrraketensystem abgeschossen wurde. Dass diese Hyperschallrakete abgeschossen werden konnte, eine sogenannte Kinschal aus Russland, ist eine kleine Sensation. Sie wurde vor wenigen Tagen hier in Kiew vom Patriot-Abwehrsystem getroffen. Und das, obwohl Wladimir Putin und die russische Propaganda behaupten, dass Hyperschallwaffen Kinschal eben nicht getroffen werden können. Sie haben in der Vergangenheit hier erheblichen Schaden angerichtet. Teile der Hyperschallrakete sind noch gut erhalten. Für die Experten eine völlig neue Situation. Noch nie konnte eine Kinschal so detailliert untersucht werden. Der ukrainische Forschungsdirektor Rovin sagt zu Bild, er habe von dieser Rakete bisher nur gehört und sie ein paar Mal in Aktion gesehen, da sie nach der Explosion immer völlig zerstört war. Genau aus diesem Grund, den du da jetzt gerade eben angesprochen hast, ist es dann denkbar, dass Moskau möglicherweise einen Strategiewechsel vollzieht? Absolut. Moskau versucht ständig Strategiewechsel durchzuführen. Sie versuchen auch neue Waffen hier reinzubringen. Jetzt ist von Gleitbomben die Rede, die vom ukrainischen Militär nicht erkannt werden können, die ausprobiert worden sind im März. Also da gibt es immer wieder Versuche. Wir hören das auch aus Geheimdienstquellen in der Ukraine, dass es da immer wieder einen Strategiewechsel gibt. Gleichzeitig wird die Hoffnung in Moskau sein, dass das tatsächlich nur einmal passiert ist, beziehungsweise dass es nicht ständig passieren kann, sie zu treffen. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr schwer. Ich habe mit Experten darüber gesprochen, die selbst verwundert waren. Die waren so verwundert, dass ein US-Untersuchungsteam ebenfalls hier nach Kiew kommt und diese Hyperschallrakete selbst untersuchen will, weil sie selbst so verwundert darüber ist, dass das mit dem Patriot-Abwehrsystem geklappt hat. Streitkräfte der Ukraine meldeten ihrerseits am Morgen des 16. Mai, dass das Land von 18 Raketen verschiedener Typen angegriffen wurde. 6 Kinschals, 9 Kalibers, 3 Iskander-Raketen und S-400-Raketen. Obwohl S-400 ist ein Flugabwehrraketensystem. Okay. Die ukrainische Armee behauptet, dass alle Raketen abgeschossen wurden. Das russische Verteidigungsministerium hat über den Angriff auf das Boden-Luft-Raketensystem Patriot in Kiew berichtet. Der Sprecher des Ministeriums Igor Konaschenkov sagte, das Luftabwehrsystem sei von dem Hyperschallraketensystem Kinschal getroffen worden. In der Nacht zum 16. Mai herrschte in der gesamten Ukraine Fliegeralarm. Ukrainische Medien berichteten über Explosionen in mehreren Bezirken Kiews sowie über das Arbeiten des Luftabwehrsystems. Einige Telegram-Kanäle meldeten, dass russische Truppen mit Kinschal- und Kaliber-Raketen den massivsten Schlag gegen militärische Einrichtungen in der ukrainischen Hauptstadt geführt haben. Es wurde auch geschrieben, dass das Luftabwehrsystem im Kiewer Stadtteil Svetoshinski wahrscheinlich getroffen wurde. Am Morgen des 16. Mai tauchten Videos von Überwachungskameras in Kiew im Internet auf. Sie zeigen, wie das Luftabwehrsystem einen Angriff auf die Stadt abwehrt, wobei insgesamt etwa 30 Flugabwehrraketen abgefeuert werden und 2 Raketen zu Boden fallen. Am 9. Mai teilte das US-Verteidigungsministerium mit, dass die Ukraine eine russische Hyperschallrakete vom Typ Kinschal mit einem von ihr übergebenen Patriot-System abgeschossen hat. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigen dies ebenfalls. Am 11. Mai zitierten die russischen Nachrichtenagenturen eine Quelle im Verteidigungsministerium mit der Aussage,
Patriot könne die Kinjal nicht abschießen, da es nicht in der Lage sei, Ziele mit einer solchen Geschwindigkeit abzufangen. Er nannte die Aussagen über das Abfangen der russischen Rakete einen Fake und einen Versuch von Wunschdenken. Das Patriot-System besteht aus einer Rakete, Abschussvorrichtungen, einem Radar, einer Kontrollstation, einer Stromerzeugniseinheit und einem Hochfrequenzantennenmast. Nach Angaben des American Center for Strategic and International Studies belaufen sich die Kosten für einen Patriot-Raketenwerfer auf etwa 10 Millionen Dollar und die Kosten für eine Rakete auf etwa 4 Millionen Dollar. Die Kosten für eine Batterie belaufen sich auf etwa 1 Milliarde Dollar, etwa 400 Millionen Dollar für das Militärgerät und 690 Millionen Dollar für die Raketen. Die USA haben der Ukraine eine Batterie übergeben, die zuvor im Einsatz war. Deutschland hat ebenfalls über die Lieferung eines Patriot-Systems an die Ukraine berichtet. Für den Aufbau einer adäquaten Luftabwehr für die Stadt Kiew braucht man etwa 20 bis 25 Batterien. Zur Info: Hersteller von Patriot, Raytheon und Lockheed. Unmittelbar nach seinem Rücktritt als CENTCOM-Kommandeur trat Lloyd Austin, der gegenwärtige US-Verteidigungsminister, im April 2016 in den Vorstand von Raytheon Technologies ein. Die Behauptungen der Kiewer Behörden, dass 6 russische Kinjal-Raketen angeblich von ihrem Luftabwehrsystem abgeschossen wurden, sind unwahr, sagte Armeegeneral Sergei Shoigu. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen. Wir haben nicht so viele Kinjal-Raketen abgefeuert, wie sie jedes Mal mit ihren Erklärungen behaupten. Warum braucht die Ukraine solche Nachrichten? Um mehr Patriots zu bekommen. Wie kann man denn beweisen, dass sie keine Kinjal abgeschossen haben? Gar nicht. Sie können jedes Gusseisengehäuse zeigen und sagen, dass es Kinjal ist. Denn niemand hat den Kinjal bisher gesehen, weil es eine geheime Technologie ist. Sie verschwenden Munition, indem sie Ziele abschießen, was bedeutet, dass mehr nachgeliefert werden muss. Das Geschäft boomt, am Ende sind die Ziele der Waffenbarone erreicht. Das russische Militär hat an der Frontlinie eine praktisch unbeschädigte Storm Shadow-Rakete aus britischer Produktion erbeutet. Die Rakete sei nur teilweise zerstört worden, weil sie flach niedergegangen sei. Sie sei von technischen russischen Spezialisten direkt auf dem Schlachtfeld in mehrere Teile zerlegt worden. Ferner heißt es, dass die Rakete über eine sehr hochwertige Elektronik verfüge, die den Absturz überstanden habe. Wie weiter berichtet wird, die Storm Shadow Rakete sei bereits nach Moskau gebracht worden und den Fachleuten der Verteidigungsindustrie übergeben worden. Unterdessen kommentieren ausländische Experten die Nachricht, dass es dem russischen Militär gelungen sei, die Marschflugkörper Storm Shadow zu erbeuten. Amerikanische Experten sind nämlich der Meinung, dass die Technologie zur Herstellung einer solchen Rakete, die in die Hände russischer Ingenieure fällt, dem Westen einen schweren Schlag versetzt. Somit wird nämlich Russland geheime Technologien erhalten, die dazu dienen, die Radarsichtbarkeit von Storm Shadow zu verringern. Dabei geht es vor allem um den Einsatz von Materialien, die eine deutliche Reduzierung dieser Sichtbarkeit ermöglichen. In der indischen Presse heißt es zum Beispiel, die Eroberung der Storm Shadow Rakete durch russische Truppen mit geringfügigem Schaden ist ein ganz großer Erfolg für die Streitkräfte der Russischen Föderation. Die Russen haben eine Rakete in Besitz genommen, die aus Sicht des Westens hinsichtlich des Einsatzes von Technologie einen erheblichen nachrichtendienstlichen Wert hat. Und in Großbritannien schreiben sie, dass Russland diese Möglichkeit nun prüfen werde, wenn die Ukraine zum Beispiel solche Raketen auf ihren Su-24-Bombern installieren würde. Somit könnte in kurzer Zeit Russland eine adäquate Storm Shadow herstellen und sogar noch verbessern, die für den Einsatz durch die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte angepasst werde. In Kommentaren heißt es dazu weiter, 500 Tage Kampf liegen hinter uns. Russland hat die volle Kontrolle über das Asowsche Meer und verfügt über eine große Vielzahl an Trophäen westlicher Produktion. Von Javelin bis Leopard-Panzer, AMX-10 und Storm-Shadow-Raketen. Es würde nicht überraschen, wenn wir bald weitere erbeutete F-16-Kampfflugzeuge bei der russischen Armee sehen würden, heißt es.
Ja, und die Storm Shadow-Rakete ist sicherlich nicht die neueste im Arsenal unseres Militärs, heißt es weiter. Aber die bloße Tatsache, dass die Russen einfach Munition im Wert von 1 Million Pfund vom Schlachtfeld mitgenommen haben, weckt nicht die Zuversicht, dass mit der Ukraine alles in Ordnung ist, heißt es abschließend. Ja, und es sind also reine Geschenke für die russischen Streitkräfte durch die NATO. Ja, und Russland wird diese Technologie natürlich verbessern und effektiv und erfolgreich gegen die NATO-Lieferanten dann auch einsetzen.